Jojo, Strange Days hier. Weiter geht's mit Don't Starve. Ja, wir sind immer noch in einer blöden Situation. Also mehr oder weniger. Auf jeden Fall geht's uns nicht besonders gut. Wir haben fast keine Lebensenergie. Was willst du machen, ne? Wo ist Chester? Okay, wo ist Chester? Ist der jetzt echt da oben verbrannt? Und ich hab's nicht mitbekommen. Und vor allem ist der... Oh mein Gott, ich krieg die Krise. Vor allem der stand in dem Feuer. Heißt das, das... Oh, blöde FPS, bleibt oben. Was soll das? Ja. Hier sind die Reste von Chester. Nur noch meine Barthaare. Und ich glaube, der ist verbrannt. Und alles, was der bei sich hatte, ist auch verbrannt. Großartig. Das heißt, es war noch viel schlimmer, als ich dachte. Yay. Oh Gott. Naja, wir haben auf jeden Fall jede Menge Samen. Das ist schon mal nicht ganz schlecht. Und ja, wir rennen mal lieber schnell zurück. Was gibt's denn für Sachen, die einem Lebensenergie gut wiedergeben? Ich weiß, dass es da ein paar Sachen gibt, aber bin ich mir sicher, was. Leute. Ich glaube, Wilson... So wie sich das momentan anfühlt von der Situation her, wird es Wilson nicht allzu lange geben. Fast da. Gut. Schatten. Überall Schattenmonster. Hau ab! Meine. Übrigens, ab und zu, ich habe schon mal gesehen, ich glaube, die können noch einschlafen am Rand, oder? Also wenn der die ganze Zeit da sitzen bleibt und wenn es komplett Nacht wird, dann kann der da auch, glaube ich, einschlafen. Und dann kann man die erwischen, die Vögel. Hatte ich nicht noch eine Planke? Also so ein Board? Anscheinend nicht, okay. Dann warten wir noch, bis kurz vor dunkel ist. Keine Angst, ich werde darauf achten, dass ich das nicht wieder in der Dunkelheit sitzen bleibe. Und fürs Erste verbrauchen wir unseren ganzen Kram hier für die Bärenbüsche, weil die uns wenigstens Essen geben. Na gut. Na, ich glaube, so eine kurze Nacht reicht es hoffentlich. Wir haben ein bisschen Wolle, mehr Asche, die eigentlich Chester nehmen sollte, aber Chester ist nicht da. Ich glaube, der kommt irgendwann einfach wieder. Hoffe ich doch mal. Monster Meat. Ach so, wir sind auch schon wieder am Verhungern. Das ist ja fantastisch, ist das. Ich brauche... Ich glaube, ich habe schon wieder keine Wahl, als meine blöden Samen zu essen hier. Ich kann nichts kochen. Ich könnte natürlich... Ich habe einen Feuerstab. Dann könnte ich natürlich einfach ein paar Dings rösten. Vögel. Mir wird es echt zu dunkel. Oh Gott. Aber ich weiß nicht, ob ich den dafür verbrauchen will. Wir könnten Buffalo damit töten. Das ist... ich habe gehört, die geben einem sehr viel Fleisch. Ich weiß nicht, was machen wir am klügsten als nächstes? Wie kommen wir aus dieser Situation raus? Mehr Tafts. So viele Tafts. Ich brauche eigentlich haufenweise. Die werden halt alle so nicht einfach wachsen. Ich muss die alle düngen. Na gut. Wir haben zumindest schon jetzt einige Bärenbüsche. Das bringt uns schon mal etwas. Und was machen wir als nächstes? Ich will ja immer noch eigentlich mit den Schweinen Kontakt aufnehmen, aber diese Kampfschweine haben halt echt nicht besonders nett gewirkt. Die wollten mich irgendwie direkt verprügeln. Wir brauchen einfach immer noch mehr Nahrung. Und wir brauchen Lebensenergie. Wir brauchen
echt dringend Lebensenergie. Und genau, wir können Blumen aufheben und das gibt uns ein bisschen Verstand wieder zurück. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Weg! Geh weg! Bienen. Mehr Blumen. Ich glaube, man sollte die eigentlich nicht unbedingt alle aufheben, weil da dann irgendwie Schmetterlinge auftauchen bei den Blumen. Und das ist gut oder so, die Schmetterlinge. Wenn man die einfängt, weiß auch nicht genau. Gucken, was passiert, wenn wir einen. Go for the eyes! Komm her! Na gut. Okay, hier ist auch nicht mehr wirklich was zu holen, wie es aussieht. Na gut, haben wir wenigstens diesen Teil der Karte komplett erforscht. Das ist auch schön. Und wir holen uns noch ein paar Bäume, würde ich sagen. Bleibt Chester. Ich dachte, der sollte auch echt mal wiederkommen. Sechs. Toll. Oh. Komm, mach hin. Hier so zu essen ist natürlich auch dämlich. Aber wenigstens sind wir wieder halbwegs bei Verstand. Unsere Lebensenergie ist immer noch beschissen. Rösten uns jetzt einfach ein paar Samen, würde ich sagen. Oh, fuck, wir haben eigentlich fast alles, was man braucht, um. Kann ich die Paddles benutzen, um zu kochen, eigentlich? Das ist gar nicht so. Chester ist wieder da. Nee, geht nicht. Schade. Schade. Alles raus. Okay, ich muss schnell irgendwas kochen, bevor ich verhungere. 2, 3, 4, 5. Okay. Oh Gott, die geben mir fast gar nichts. Mann. Okay, Oh Gott, das ist ja brutal. Hat der gerade. Der hat nur Asche zurückgelassen. Das ist super. Oh, mehr Beeren. Okay, wir können uns Marmelade machen. Immerhin. Und mehr Stöcke. Ich weiß im Moment nicht, wofür wir die brauchen, aber egal. Ich glaube, wir sollten uns mehr Fallen machen. Ja, ich glaube echt, wir brauchen mehr Fallen. Um mehr Hasen zu bekommen. Ja, das ist der nächste Schritt. Okay, entschieden. Ich mache einfach nochmal, ich will noch 3 Fallen will ich haben oder so. Was brauche ich nochmal dafür? Was wo drunter ist, ist in Ordnung. Was? Du bist so hungrig, du hast gerade gegessen, Mann. Ich mich so an. Crockpot. Nee. Survival. Ja, Traps. Okay, brauche ich nur Gras für und Stöcke. War hier nicht noch Gras drin? Habe ich was? Nee, schade. Okay, egal, haben wir noch eine. Gucken wir mal eben, wo noch ein Hasenloch ist. In der Nähe möglichst, so halbwegs zumindest. Und nehmen mehr Gras mit. Aha, das sieht doch gut aus hier. Und schon können wir uns noch eine machen. Die tun wir dann hier hin, würde ich sagen. Können wir das direkt hier machen? Ja, sehr gut. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Das ist super. Das verbessert unsere Chancen immens, behaupte ich einfach mal. So ein paar Fallen. Na gut. Und es dunkelt schon wieder. Und was kommt als nächstes? Ich glaube, die Wolle können wir auch hier mal verstauen. Chester, du kannst
Obwohl ich nicht mehr weiß, ob ich dir vertrauen kann. Das letzte Mal hast du nicht so besonders gut auf unseren Kram aufgepasst. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Der ist einfach übelst in das Feuer reingerannt und nicht rausgekommen. Weiß auch nicht wieso. Naja, er hatte bestimmt seine Gründe. Vielleicht hat das wieder irgendwas mit seiner Familie zu tun. Chester ist so deprimiert. Konnte es einfach nicht mehr ertragen. Traurig, traurig, sowas. Ich glaube, ich mache für die Nacht wieder eine komische Planke an Bord, weil das Feuer ist einfach so schön groß damit. Und das kann ich auch jetzt schon draufwerfen, das hält locker die ganze Nacht. Gut. Ich habe noch eine Idee, oder was ist denn eine Idee? Das ist so, glaube ich, so eine Taktik für das Spiel, die ganz gut ist, wenn man angegriffen wird. Und zwar kann man, ja, man kann Mauern bauen. Und man kann natürlich welche ums ganze Camp bauen, aber das kostet halt sehr viel Stein. Man kann aber auch einfach sozusagen einen kleinen Raum basteln damit. So einen kleinen viereckigen Raum oder sowas oder einen kleinen Korridor. Und den füllt man damit Fallen auf. Also es gibt noch so andere Fallen. Tooth-Traps heißen die. Und die verletzen dann die Gegner halt schon, wenn die sozusagen zu einem reinkommen wollen. Oder töten die vielleicht sogar schon, wenn man Glück hat. Aber ja, dafür brauche ich erstmal überhaupt das Material, um die Fallen zu bauen und so. Das ist auch alles noch leider ein bisschen weit weg. Naja. Aber darauf möchte ich ein bisschen hinarbeiten auf jeden Fall. Und genau, und wir sollten anfangen, Felder anzulegen, glaube ich. Weil das mit dem Essen, Mann, das klappt hier bis jetzt nicht so gut alles. Okay, das ist eine normale Farm. Ich glaube, es gibt nicht auch verbesserte Farmen. Ah, ja. Icebox. Ein Kühlschrank mal. Ah, Improved Farm. Oh, nur Stein, Gras und Shit. Ja, hier ist gut. Ich würde sagen, wir bauen einfach ein paar Farmen um, weil wir kriegen die ganze Zeit so viele Samen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann können wir Gemüse anbauen und haben hoffentlich ein bisschen einen regelmäßigeren Dings, Bums, einen regelmäßigeren Vorrat an Essen. Aber das nächste Mal. Oh, geh weg! Ah, du Sau. Na gut, ja, das machen wir das nächste Mal. Wir arbeiten auf ein paar Farmen hin und wir sind übrigens wieder am Verhungern, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Deswegen esse ich nochmal eben was. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Cheerio.